Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Night of the Rabbit. Wir haben uns gestern hier im Mausedorf eingefunden und gucken uns gerade so ein bisschen um, was es hier alles zu entdecken gibt. Und die kleine Maus hier glaubt, sie wird verfolgt. Sollen wir nochmal mit ihr reden? Weil gestern hat sie gesagt, sie wird verfolgt. Reden einfach nochmal mit ihr. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Aha. So. Was soll ich mit bekannt machen? Und wenn ich jetzt hier nochmal draufklicken, kriegen wir dann irgendwas anders? Ein Aufkleber. Was? Was? Wo war denn jetzt ein Aufkleber? Da war vorher noch was gewesen. Im Inventar? Ach, hier, ist das das? Nee. Ach, Bonussammlungen. Es gibt auch ein Hörbuch, Erfolge, Sticker. Wir müssen Sticker sammeln. Anjas Krabbelkäfer, Kinderkrippe. Okay, wir müssen also diese Sachen hier finden. Erfolge, Videos, Quartett. Oh. Haben wir das schon gefunden, oder was? Achso, müssen wir das suchen? Sammelkarten gibt es anscheinend. Hörbuch. 8 Geschichten aus dem Mäusewald. Von Matthias Kempke. Gelesen von Gunnar Bergmann. Oh, das ist ja schön. Die müssen wir, glaube ich, auch freispielen. Die haben wir noch nicht gefunden. Okay. Dann würde ich vorschlagen, Erfolge. Das hier haben wir schon gefunden. Folge dem weißen Kaninchen. Okay, wir müssen das also mal hier im Auge behalten, dass wir hier auch alles finden. Bereite alles für das große Fest vor. Das ist ja heute. Event Manager. Lerne alle Zaubersprüche. Diese Kreaturen haben nichts im Mausewald verloren. Okay. Sticker müssen wir also suchen. Was ist das hier? Mitwirkende Kartenspiel. Können wir noch nicht auswählen. Wir gehen nochmal zurück und machen gerade mal auf Weiterspielen. Oh, hier ist es jetzt laut. Das hat sich hier wieder zurückgesetzt. Das hatten wir ja runtergeschraubt. So, jetzt geht's wieder. Weil das war ja eben viel zu laut. Ja, was gibt's denn hier noch zu entdecken? Wir haben hier ein Fragezeichen, wir haben da ein Fragezeichen, wir haben da ein Fragezeichen. Es gibt hier ein noch Fragezeichen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir... Was denn? Uns das Café angucken, oder? Ein Baumstammcafé. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand scheint sich sehr um das Café zu kümmern. Dann gucken wir uns doch, weil der Hase ist noch nicht zurückgekommen, dann gucken wir uns doch einfach, hier gibt es auch nochmal ein Fragezeichen. Hier gibt es ganz viele Sachen, die wir entdecken können. Dann gucken wir uns als erstes mal das hier an. Etwas sagt mir, dass es äußerst unklug wäre, nicht auf den Hasen zu hören. Was hat er gesagt? Ach, warte, hier hat er gesagt, gell?
Na gut, dann schauen wir uns noch mal weiter um. Was gibt's denn da? Einfach rausgehen und die Chance vertun, ein Magier zu werden? Auf keinen Fall! Also gut, wir müssen hier drin bleiben. Das hilft nichts. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Aber noch nicht. Ich soll hier warten. Gut, was können wir denn jetzt noch machen hier? Wir müssen also, oder sollen wir einfach reingehen? Der Marquis hat gesagt, ich soll warten. Okay, dann müssen wir das wohl tun. Was gibt's denn hier noch zu entdecken? Bunte, hölzerne Uhr. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Nee, ich finde das viel besser mit den Tageszeiten. Ich finde, das ist viel entspannter. Wir haben momentan kurz nach Vollsonne, also nach Mittag. Ja? Hier unten ist Nacht, das heißt, das wäre dann hier der Abend. Hier ist Mitternacht, auf 9 Uhr sozusagen. Wir gucken uns nochmal das Werbeplakat an. Blausaft, lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Haben wir irgendwas im Inventar, was wir benutzen können, um... Vielleicht können wir der Maus hier den Stock geben, dann ist sie nämlich gewappnet gegen die... gegen den Geist. Ein Stock bringt hier nichts. Schade. Okay, Statuen am... Ja, wir können noch mal durch unsere Münze gucken. Oh! Da steht wirklich jemand hinter dir. Was? Das habe ich gar nicht gesehen. Tatsächlich, doch, da. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Aber war das nicht verflucht? Hallo? Und da ist wieder was in unser Tagebuch geschrieben worden. Der Marquis und Jerry reisen durch den Portalbaum nach Mausewald. Nach Mauswald. Aha. Das sind also unsere... Das Gelbe hier sind noch unsere Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Noch 2 Tage Sommerferien, auf ins Abenteuer. Okay, Jay ist gesehen, raum, wir werden rote Augen durch das Fenster. Leuchtende rote Augen haben ihn durch das Fenster beobachtet. Ja, ich würde sagen, das war wohl unser Hase, oder? Der Marquis. Ich würde sagen, wir gucken uns das Buch mal an. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll... Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Komm, Jerry. Ich will dir jemanden vorstellen. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan, das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Uhu. Der Marquis de Hoteau. Ich war kaum größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss.
Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Aber natürlich. Halt! Nicht auf die Bücher treten! Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch! Das Menü geht andauernd auf. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. So, ich glaube, wir müssen mal hier... Oder wir sprechen mal mit Jonathan. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort... Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. So, wir müssen mal gucken, was es hier so alles zu entdecken gibt. Balustrade. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt. Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich ja mal, in Mauswald zu wohnen. Aha. Okay, aber hier, Ursula kann da hoch. Und zwar geht sie hier durch diesen Stapel Bücher. Balustrade, Reitergemälde in Öl. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer! Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht Pakt. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Wir haben hier eine andere Rüstung. Ob da eine Maus drin ist? Nee, leer. Gut, was gibt's noch zu entdecken? Reitergemälde, was gibt's hier noch? Balustrade, Netze mit Nüssen. Interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar. Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Uhu.
Fenster zum Portalbaum. Halt! Nicht auf die Bücher treten! Aber sie bilden so eine schöne Rampe, da dachte ich... Wissen wird nicht mit Füßen getreten. Okay, okay, Stapelbücher. Hey, Leselektüre. Harry Otter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Uhu. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Wir müssen also Ursula beschäftigen. Haben wir irgendetwas dabei, mit dem man Ursula beschäftigen kann? Vielleicht können wir ihr Hagebutten geben. Weg ist hier. Mist. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Okay. Nee, wir haben für Ursula noch nichts dabei, also müssen wir weitersuchen. Was ist hier? Stapel Bücher. Es gibt hier Jonathan, den haben wir schon. Tisch. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu. Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hannah Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu. Oh, das klingt nicht so gut toll. So, wir haben hier Konrad, eine eiserne Rüstung. Eine Ritterrüstung, wie sie im Buche steht. Nun, wären Ritter kleine Hamster gewesen. Das wäre so knuffig gewesen, dass niemand Lust auf Krieg gehabt hätte. So, es gibt hier ein Kaminfeuer. Warm? Was soll ich jetzt tun? Wir fragen erstmal, was soll ich jetzt tun? Was genau soll ich jetzt tun? Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Das wissen wir Grün, schon. Schnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen. So will es die Tradition. Frage am besten, was ist das Wipfelfest? Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der Ruhe. Das Wipfelfest, uhu, findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein. Das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher und so ist es heute. Uhu. Vielleicht war ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier. Was ist das? Uhu? Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Uhu. Jerry, nimm die Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Wenn guter Rat teuer ist, öffne das Inventar und klicke den Zauber Ratersuchen am rechten Rand des Zauberstabes. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Nochmal wegen der Vorbereitung fürs Wipfelfest. Nee, das brauchen wir nicht. Wipfelfest, ich dachte, ich werde Magier. Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum. Doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden.
so viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Wie war das nochmal mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Genau, um den Hilflosen zu helfen. Uhu. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Gut. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! So, das hätten wir erledigt. Das haben wir jetzt dabei. Wir haben eine magische Briefmarke, auf der etwas drauf abgebildet ist. Das könnte auch eine Hagebutte sein. Und dann hier unten, keine Ahnung, was es darstellt. Ah nein, jetzt habe ich es gerade gesehen. Es ist das Gesicht von dem Hasen. Ich habe nur falsch geguckt. Das ist ein Hasengesicht. Und wir können uns ja auch mal die uralte Einladung zum Wipfelfest angucken. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht in geschwungener Schrift, liebe Leute, lest, ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün. So lasst beginnen das Wipfelfest mit Speis und Trank und laut Gesang. Soll wohl Gesang heißen. So, wir haben hier unseren Zauberstab und da ist der Ratersuchzauber. Und in der nächsten Folge, da müssen wir uns darum kümmern, dass wir mit den Vorbereitungen fürs Fest beginnen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, macht's gut und wir sehen uns.